16. März 2019, 16.40 Uhr, Rix, t-online.de, Let's Dance. Profi-Tänzerin Isabelle Edwardson kehrt zurück bei Let's Dance, ist Dschungelkönigin Evelyn neu dabei. Dabei hatte sie ein gewagtes, aber gewolltes Outfit an, allerdings sorgte das für einen Höschenblitzer. Quelle, RTL. Leidenschaftlicher Tanz im Video, das Hochschlitzkleid von Evelyn reißt bei ihrer Cha-Cha-Cha-Performance, wie sie dem Moderator bei Minute 4.10 Uhr verrät. Quelle RTL. Der Startschuss ist gefallen, die 12. Staffel von Let's Dance hat begonnen. Gleich in der ersten Folge ist Dschungelkönigin Evelyn Bordecki auf dem Tanzparkett ein Missgeschick passiert. Die offiziellen Fotos der Let's Dance Promis. Ab jetzt schwebt wieder die Elite der deutschen C-Prominenz über das Parkett von Let's Dance. Neben Stars wie GZSZ-Darstellerin Ulrike Frank und Comedian Oliver Pochter tritt auch Bachelor-Babe Evelyn Bordecki an. Und der ist gleich im Auftakt der neuen Staffel einmal passiert. Die diesjährige Dschungelkönigin tanzte gemeinsam mit Moderatorin Nazan Eckes und Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt einen CHA-CHA-CHA zu Can't Get You Out of My Head von Kylie Minogue. Dabei hatte sich die 31-Jährige wohl mit ihrem Schuh im Outfit verhakt. Mir ist gerade mein Kleid gerissen. Ich bin leider mit der Hufe, also mit dem Schuh ins Kleid rein, erklärt sie Daniel Hartwig nach ihrer Performance. Gesehen hat man jedoch nichts. Die Kleider gewähren ohnehin ganz schön tiefe Einblicke. Dschungelkilos wieder zugenommen, dass ihr die Kleider auf der Tanzfläche platzen könnten, hatte Evelyn bereits im Vorfeld Sorgen bereitet. Im Dschungelcamp hatte die Blondine mit dem Schmollmund 5 Kilo abgenommen. Evelyn Bordecki tanzt in den kommenden Wochen mit Evgeny Vinokurov. Quelle, TVNOW, Gregorovius. Kurz nach der Rückkehr aus Australien hatte ein Schneider für die Let's Dance Kostüme ihre Maße genommen. Seitdem hat Evelyn ihre verlorenen Pfunde jedoch wieder zugenommen. Ihre Bedenken hatte sie ihren Fans vor wenigen Tagen auf Instagram verraten. Am Freitagabend haben die Promis erfahren, mit welchen Profis sie in den nächsten Wochen tanzen werden. Evelyn Bordecki wird von Evgeny Vinokurov trainiert. Der Tänzer ist zum ersten Mal bei Let's Dance dabei. Wer Dancing Start 2019 wird, entscheiden Jury und TV-Zuschauer gemeinsam. Mit Ausnahme des Karfreitags am 19. April heißt es jetzt bis zum 14. Juni immer freitags um 20.15 Uhr, Let's Dance. Verwendet